Hi Leute und willkommen zurück zu God of War Ragnarok. Wir sind mitten bei Ragnarök und versuchen uns jetzt einen Weg irgendwie zu einem der Türme freizukämpfen. Damit diese Laser aufhören zu schießen, wollen wir die irgendwie kaputt machen auch zwischendurch noch. Ja. Schön Chaos. Gefällt mir. Ja, Odins neue Walkürenkönigin ist Gnarr. Das macht die Sache kompliziert. Da stimme ich zu. Beeilen wir uns. Achtung hinter dir, Bruder! Nein. Nein. Schön vorsichtig! Das ist ein Biefall. Ich darf nicht mal ausweichen. Gegner hinter dir! Hinter dir, Vorsicht! Lass mich jetzt mal den da machen. Gegner hinter dir, Kratos! Hinter dir, Vorsicht! Achtung, linke Seite! Hinter dir, pass auf! Nicht weglaufen, ich muss euch doch mit dem umboxen. Wow, das hat er gar nichts gesagt. Kratos, alles in Ordnung? Hinter dir! Meine Fresse. Jörmungandr! Ein willkommener Anblick. Er ist uns aber nicht aus Midgard gefolgt. Eigenartig. Er sollte Thor beschäftigen. Die klingen ungeduldig. Gut. Er versucht's nochmal. Zumindest ist diese Armee schon tot. Wir kommen nicht weiter. Die Einherjer kehren so schnell aus Valhall zurück, wie wir sie töten. Rot.
Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Nervig. Als ob ich jetzt... Die Schlange hat ihren Spaß. Das war's mit der Alfheim-Unterstützung. Uns gehen die Armeen aus. Die großen Riesen haben es doch geschafft. Die Schlange wirkt anders. Er ist anders. Aber als ich weg war, egal, später. Die Einherjer-Bindung an Valhall. Ich muss sie mit meinen Schwestern trennen. Geh. Noch keine Spur von den Zwergen. Sindri lässt uns nicht hängen. Wir müssen ihm vertrauen. Versammle alle. Wir ziehen zum Svartalfheim-Turm. Okay. Jetzt. Was ist der Plan? Sprechen wir die Mauer ohne Ragnarök? Die Kriegsmaschinen. Oh, dann sind wir wohl ziemlich verzweifelt. Lass mich in Ruhe. Nach den Schildbereichen. Galvar. Junge, schieß mal auf den. Nö. Rechts von dir. Wo von wo? Ach, als ob der da jetzt wieder drauf sitzt. Nerv mich nicht. Ja. Jetzt, danke. Mach den Schild bereit. Rechte Seite, Vater. Drache, Achtung! Achtung, verdammt! Ragnarök sollte hier sein. Warum ist es nicht hier? Ja, Spiel ist okay. Da, die Säule, auf der er steht, wird labil. Ja, ich bin gleich tot, ich weiß. Ich weiß. Angre Boda! Nein! Die Walküre folgt ihnen durch den Weltenriss. Deine Freundin. Sie schafft's schon. Wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Selbst wenn wir die Mauer durchbrechen. Vielleicht ist es besser so. Besser für wen? Ich glaube, ich muss doch dieses Eichhörnchen bei Atreus benutzen, damit ich Heilungssteine bekomme. Da kommt er doch. Die Zwerge sind hier. Gut gemacht, Sindri. Oh, ist nur Sindri.
Ich weiß, bin spät dran. Wo ist deine Armee? Dafür werden keine Zwerge mehr sterben. Sinn, lass es! Odin zwang sie, diese Kriegsmaschinen zu bauen. Und ich werde sie jetzt zerstören. Bevor du sie zerstörst, müssen wir sie auf die Schwachstelle richten. Klar. Sollen die Zwerge doch hinter den Riesen aufräumen. Treffer! Heilungssteine, Rage-Steine. Danke, danke. Ja, das war ein guter. Verdammt Zeit, dass er kommt. Was jetzt? Du wirst uns nicht mehr ausnutzen. Ist es das, was ihr wolltet? Das wollte ich nicht. Nein, verschließ dein Herz davor. Verschließ dein Herz. Wer sind die? Leute Midgards. Odin nahm sie auf. Sie sollten nicht hier sein. Das sind keine Soldaten. Odin hat sie in den Tod geschickt. Kriege gewinnen die, die bereit sind, einfach alles zu opfern. Alles. Was machst du? Sohn, hör mir gut zu. Du fühlst ihren Schmerz, weil das deine Natur ist. Das darfst du nicht verleugnen, niemals, für niemanden. Ich lag falsch, Atreus. Ich lag falsch. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz und spüre ihr Leid. Das hat deine Mutter gewollt. Und ich will es auch. Heute. Heute. Werden wir uns bessern. Aber was können wir tun? Seht ihr, wie groß der ist? Ich glaube, wir gewinnen. Das heißt, wenn sie uns nicht vorher töten. Warum kämpfst du nicht? Ragnarök ist hier. Wir haben Odin endlich genau, wo wir ihn... Wir halten Odin auf. Aber wir sind nicht gekommen, um die Unschuldigen zu opfern. Wir durchbrechen die Mauer bei Rimthurs Schwachstelle. Mit welcher Armee? Atreus und ich reichen dafür. Das ist Selbstmord. Das mag sein. Doch wir sterben für Gerechtigkeit, nicht für Rache. Kann diese Waffe die Schwachstelle öffnen? Das werden wir wohl rausfinden. Ihr drei, bringt die Leute in Sicherheit, wo immer das sein mag. Es wird erledigt. Freya und ich tun, was wir können, und verlangsamen Ragnarök. Er war zuvor bei Verstand. Vielleicht lässt er mit sich reden. Odin wird nicht entkommen. Und falls doch,
So helfe mir. Ich weiß. Falki! Nein! Nein! Beschütze ihn! Ich helfe denen, die festsitzen. Wir treffen uns bei der Schwachstelle. Geh! Geh, Atreus! Und wir kriegen noch mal ein Solo. Ui. Let's go. Sindri, pass auf und bleib hinter mir. Pass du auf. Ich will kämpfen. Hervatri! Hör mal, darf ich kurz? Nein, darfst du nicht. Sei still und kämpfe. Vaukili! Oika! Hallo? Okay. Was? Willst du meinen Dank? Nein, ich wollte... Mir egal, was du willst. Das ändert nichts. Du hast mich wirklich glauben lassen, dass wir keine Feinde sein müssen. Ups. Blut, dir geht's gut. Aber Mutter hatte doch recht mit dir. Du bist ein Mörder, genau wie dein Vater. Und ihr wollt uns alle töten. Nein, nur Odin. Sindri nicht! Wir sind Freunde. Freunde bringen einem nicht das Ende der Welt vor die eigene Haustür, Loki! Du hast recht. Du hast recht. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Die machst du sehr oft. Das ist keine gute Ausrede. Das ist keine Ausrede. Ich will's wieder gut machen. Geht es Gyldir gut? Hast du ihn gesehen? Was soll mit ihm sein? Wovon genau redest du da? Odin ist gewillt, die Bewohner Midgards zu opfern. Er hat sie zur Abschreckung an der Mauer aufgestellt, weil sie nicht kämpfen können. Ihre Tode sollen uns einfach nur verlangsamen. Warum sollte er das tun? Und warum sollte ich dir überhaupt glauben? Weil er recht hat. Weil Odin so ist. So ist er schon immer gewesen. Mutter, warum bist du hier? Was? Er opfert jeden, egal wen, um ein Problem zu lösen. Alle aus Midgard. Deinen Freund. Unsere Familie, jeden von uns. Ich hatte gehofft, dein Vater würde sich ihm widersetzen, doch jetzt liegt es an dir. Was
willst du mir damit sagen? Frucht. Ich habe nie gezweifelt, dass du die fähigste Walküre wirst, die es jemals gegeben hat. Aber nicht für ihn. Verstehst du das? Aber unsere Familie. Ohne Odin können wir eine sein. Eine echte. Was er tut, ist falsch. Er sagte, wenn wir standhaft sind, sind wir sicher. Wir wären ihm was schuldig. Aber nicht euren Tod. Ach was. Vater wird sie nicht zu Großvater lassen. Dann geh mit ihm. Er wird auf dich hören. Bist du bereit, deine Leute zu finden? Ja. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Na endlich. Schieß drauf. Sehr gut, Sohn. Sehr gut. Okay, dann machen wir im nächsten Part weiter. Ciao, Leute.